Frau Präsidentin! Es wird wichtig, die Effizienz der Katastrophenabwehr in der EU zu steigern. Wir müssen aber auch aus den jüngsten Katastrophen lernen, und auf besonders riskante Technologien wie Atomenergie und Tiefseebohrungen muss man verzichten. Zudem müssen Richtlinien im Zusammenhang mit potenziellen Gefahren ordnungsgemäß umgesetzt werden. Das war zum Beispiel beim Schlammunglück im ungarischen Kolonta nicht der Fall. Eine ständige EU Katastrophenschutztruppe halte ich nur bedingt für zweckmäßig, in manchen Bereichen schon, gemeinsame Flugzeuge für Brandbekämpfung, aber grundsätzlich halte ich das Prinzip zur Selbsthilfe als ganz, ganz wichtig und einzuhalten. Und dabei ist auch darauf zu achten, dass die vorbeugende Gefahrenabwehr in den Mitgliedstaaten zwingend vorhanden sein muss. Gerade in Ländern wie Österreich, Deutschland, auch in Südtirol ist dieser vorbeugende Katastrophenschutz vorbildlich und in freiwilliger Komponente vorhanden, und das gehört auch vorbildhaft auch in der EU beachtet. Ich sage das selber, der seit dem 14. Lebensjahr Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr ist.